Wenn es was zu reparieren gibt, dann bringt Conny Huber ihr Rennrad nur zu einem. Karl Zenger in Eiselfing. Ja, servus. Servus. Der 93-jährige Radexperte hat ihr den Renner zusammengebaut. Ja, das ist ja alles noch. Gell? Gangschaltung und Bremsen. Vom Rahmen über Schaltung und Bremsen, alles auf Maß. Ja, das ist ja ein Zenger Karl Radl. Das ist ja von ihm gemacht. Im Anfang habe ich nur Rennräder zusammengebaut. Dann haben halt andere auch dazu gekommen. Bergradl. Ah. Damit er in seinem Alter nicht mehr jedes Radl in die Werkstatt tragen muss, hat er sich einen Lift eingebaut. Der führt in den Keller mit vielen Pokalen. Bis ins hohe Seniorenalter war Karl Zenger ein erfolgreicher Rennradler. Die Leidenschaft hat er von seinem Vater geerbt. Das habe ich von Kind auf, hat mir der Vater dann schon mitgenommen mit dem Radl. Da habe ich dann bloß ein altes Damenradl hab ich einmal gekriegt von einer Metzgerei. Da haben sie einen Sitz da oben. Da, nachher bin ich so. Man kann sich regenerieren beim Radlfahren. Also, das ist ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel, fahre ich ja heute noch manchmal Piano. Aber dann mag ich es wieder einmal krachen lassen. Doch jetzt muss er erst einmal Connys Rad checken. Ach, es passt. Wie schaut's aus? Bei Bremsen, alles in Ordnung da. Das kann ich lassen, also kein Achter drin, nichts. Die Schaltung geht. Aber einen Tacho muss ich dann noch richten. Und ein Schuss Spezialöl für die Kette. Schwierig wird es selbst für Radfreaks, wenn eine Felge neu eingespeicht werden muss. Eine Wissenschaft für sich. Also da rechnet ich die Länge von den Speichen aus, dass die Speiche nicht über Nippeln ausragt. Die Herausforderung ist, ich tue das alles dreimal kreuzen. Dann ist das Rad nicht so steif, aber es läuft einfach total rund. Damit auch kein Achter den runden Lauf stört, muss er das Rad noch einmal testen. Das Teil zeigt mir einen Hochachter an. Und das Teil zeigt mir dann die Mitte von dem Radl an. Und da stelle ich das Mitte ein. Aha. Das hat schon einen Achter, gell? Halt ich das Radl recht nah jung? Ja, sowieso. Deswegen mache ich es eben noch. Ich mache natürlich nicht mehr viel. Aber ohne kann ich nicht sein, weißt du. Es darf nicht pressieren, dann muss ich eben noch mein Hirn noch ein bisschen arbeiten. Und das ist wichtig. Das läuft jetzt schön. Früher war Karl Zenger mit seinem Rennrad in ganz Europa unterwegs. Jetzt dreht er regelmäßig seine Runden im Chiemgau mit den Radldamen vom TSV Eiselfing. 5000 Kilometer pro Jahr müssen es schon sein. Ja, wir müssen heute 35 oder 40 Kilometer schon zusammenbringen. Wer würde sonst meine 5000 zusammenbringen? Nichts Schöneres gibt es gar nicht bald. Gell. Wie ich das nenne, betreutes Radfahren. Was heißt das nochmal? Ja, betreutes Radfahren, so dass ich betreut wäre, wenn ich zum Wirt komme. Mir sagen es ja wie ihn betreut. Ich würde sagen, das ist gegenseitiges Gewinn bringen, das Betreuen. Wir betreuen an Karl, dass man zum Wirt bringen und er betreut uns, dass man einen Weg finden. Ja, optimal. Er fährt vor und wir fahren noch. Er kennt im Umkreis Touren zwischen 30, 40 Kilometer und 200 Kilometer. Es ist schön, ich bin nie ganz allein. Erst seit kurzem hat Karl dem Alter geschuldet sein Fahrrad getunt. Also da,
Das ist der Akku. Warum das Ganze jetzt? Auf E. Ja. Weil ich nicht mehr da, weil mit denen nicht mehr mitkommen bin bald. Wieder daheim. 1930 geboren, wächst Karl zusammen mit 5 Geschwistern in einfachsten Verhältnissen auf. Die Schule muss er kriegsbedingt verkürzen. Nach 1945 arbeitet er als Knecht und später im Straßenbau. Doch das Radeln begleitet ihn bis heute. Sogar im Winter trainiert er eisern im Keller. Ich fahre da eine Viertelstunde, dann rauche ich eine und dann fahre ich wieder eine Viertelstunde. Manchmal fahre ich das 4-mal, gell? Und dann habe ich ungefähr 20 Kilometer. Einst legt er ganz andere Distanzen zurück. Das Rad für sein erstes Rennen kurz nach dem Krieg muss er sich noch ausleihen. Doch bereits Anfang der 50er Jahre zählt Karl Zenger zu den besten Radamateuren in Deutschland. Bei einem Bergrennen kommt er allerdings an seine Grenzen. Das war einmal Innsbruck. Und da sind wir um die Kitzbüheler Alpen gefahren, haben wir weit raus und über etliche Pässe. Und oben hat es 10 cm, 20 cm Schnee gehabt. Und dann habe ich auf Zell am Ziller wieder raus, Zillertal und wieder bis Innsbruck, über, weit über 200 Kilometer. Da bin ich angestiegen und habe mir einen Straßenrand hingesetzt. Da war ich fertig. Eigentlich hatte Karl vor lauter Radeln gar keine Zeit für Familie. Dann findet er doch sein Glück. Er heiratet 2-mal, zieht 7 Kinder groß und pflegt weitere Hobbys. Den Schäfflertanz und die Musik. Ja, die Trompeten hat mir meine zweite Frau zu der Hochzeit geschenkt. Also die war nicht dagegen, weißt du. Meine Kinder, Frauen, die haben schon ein bisschen was mitmachen müssen mit mir. Weil er halt so viel unterwegs war. Musik machen, heute noch mit der Mundharmonika, zum Bauleiter hochgearbeitet, 24 Jahre für die SPD im Gemeinderat. Er kann halt nicht ruhig sitzen, auch mit 93 nicht. Zurück zur Tour. Karl fährt voraus. Am Berg ist er elektrisch eindeutig im Vorteil. Nach 40 Kilometern endet das betreute Radeln wie immer in der Stammwirtschaft. Und da verrät er auch sein Lebensmotto, wie er mit über 90 noch so fit geblieben ist. Das Geheimnis. Nicht ganz gesund leben. Eine Radeltour in bester Gesellschaft. Mehr braucht Karl Zenger nicht zum Glücklichsein. Auf die schöne Ausfahrt mit euch. Ich werde nie vergessen. Ein paar Jahre hoffe ich da noch weniger.